Ich fahre mit dem schon mal zum nächsten Dings da vorbei. Ist auch fast wie gewollt aus hier, das Wendemanöver. Aber auch nur fast, ne? Nur fast so. Dann brauche ich ja jetzt quasi keine mehr holen. Dann kann ich ja meinen Hänger schon wegbringen. Ja, ich bin jetzt mit dem langen Hänger noch mal hin. Keine Lust, da extra umzutippen. Wichtig ist ja nur, dass ich mitbringe. Langsam fahren. Ist ja jetzt auch genug Zeit. Ja, muss ich, sonst ist die Gefahr, dass er kippt. Soll ich dir deinen Hänger ein Stück mitbringen, der hier steht? Dann nehme ich den mit der Winde mit. Patrick? Nee, nee, ich habe keinen Hänger stehen. Doch, den Holzhänger ist hier. Achso, den kannst du da stehen lassen, das ist gar kein Problem. Der ist da, wenn die Karte aus ist, sowieso wieder futsch. Ihr habt recht, sobald der in ihr vom Haus oder was kommt, ist Musik. Ja. Bin ich ja der Einzige, der auf seine Hänger richtig aufpassen muss. Ja, sobald wir mal eine Dings offen haben, dann ne, müssen wir auch. Nee, das ist mir zu gefährlich. Das mache ich jetzt anders. Fahre ich rüber auf die andere Seite. So, Holzplanken waren das, ne? Nee. Ja. Holzplanken? Holzplanken musst du davon mitnehmen, genau. Das sind ja letztendlich die Schwellen. War wirklich der letzte. Ja, richtig. Ich sag, ich habe jetzt gerade eine Drehung hier gemacht, ne? Weil ich keine Angst habe zu kippen. Ja, ja. Ja, auf Bahnschienen fahren ist mal recht kriminell. Ach, guck mal, man kann ja auch die anderen Wege kann man rausfahren. Ich hätte gar nicht so wild drehen müssen. Dann bin ich doch auch hinten rausgefahren. Ein Stück weiter und gut. So, ist Manni bei dir? Bei mir ist noch keiner. Nein, beim Beladen. Zucke, ist einer zum Beladen bei dir in LKW? Du, ich fahre gerade vom Siege weg, wieder zurück. Also ist da keiner drin. Ich bringe gerade die letzte Fuhre Holzplanken. Ja. Ich bin jetzt gleich hier unten an der komischen Brücke. Alles gut. Kann auch die Schiene gebaut werden. Dann stelle ich nämlich jetzt mein LKW abstellen. Ich kann die Schiene, wenn ich das abgeladen habe, ja gleich mitnehmen. Bin ja dann leer. Ja, ich habe meinen LKW schon in Position gestellt. Ach so. Ich wollte gerade sagen, das hättest du deine Sachen schon wegbringen können. Weil du musst ja eh warten, bis ich da bin. Und dann hätten wir auf dem Hänger hier gleich die Schiene verladen können. Ja, können wir doch auf meinen genauso machen. Erstmal hallo miteinander. Hallo erstmal. Wusstest du nicht, dass die schon wussten? Alle Kinder sind Kackkinder. Ach doch, Kinder. So wie er es gesagt hat. Sind also nur Arschlochkinder. Matze hingehen, aber weißt du was, Alter? Wenn einer nie Kinder gehabt hat, der hat ein ganzes Leben verpasst. Naja. Eventuell. Ja, doch. Einfach toll haben die Leute, wenn sie keine Kinder gehabt haben, haben auch weniger Ärger. Das ist ein Teil, ein Vorteil davon. Nachteil natürlich, ne? Er erlebt es halt nicht, dass er Kinder hatte, ne? Jetzt knalle ich meinen Hamburger rein. Wenn man so ein Haus bei Conan wirklich so hinkriegt, Respekt. Aber diese ganzen Dinger immer richtig zusammenzubauen, das ist gar nicht so einfach. Bei Snorrenner fehlt nur noch das Radio im Spiel. Ja. Ja, richtig. Aber das könnte ich eh nicht laufen lassen. Von daher raus passt das schon. Danke, du.
Ja, genau, die GEMA, GEMA kacken. So, dann will ich mal die letzten Zahnschocher gleich abliefern. Ich kann das Ganze ja ein bisschen rauszögern und mit meinem eigenen Kran entladen. Oha. Ich sitze gleich in deinem Kran drin, damit du da gar nicht erst reinkommst. Ich habe einen Kran auf dem LKW, du Witzbold. Da war gemein jetzt. Da gibt's auch eine einfache Lösung. Ich kann ja den Rausschmeißen-Button klicken, dann bleibt die Ladung hier direkt davor liegen. Weil da müssen wir es auch selber aufladen. Scheiße. Haben wir auch nichts dran gewonnen. Sascha, nimm mal den Knoten aus deiner Leitung. Mein LKW fährt so langsam. Das hat was mit der Gegend zu tun, nicht mit der Internet. Weder Patrick noch Mandy haben Probleme, also kann das ja gar nicht so schlimm sein. Bei mir dann ist müssen alles die ja auch langsam Luft. Fahren. Kommt immer auf das Fahrzeug an und welches Gelände. Dementsprechend verhält sich das Fahrzeug dann. Genau. Hab aber zum Beispiel der Manni eben gesehen beim Amaterasu. Der ist halt wirklich langsam gefahren, aber er ist fuhr. Mhm. So gut ab, der ist auch gut gefahren. Und auch gar nicht zum Kippen gekommen, ne? Ne. Außer die eine Situation, wo er schon kippen wollte, aber nicht hingekriegt hat. Nein. Doch. Mein Hänger, der wollte widersprechen. Muss ich mal aufpassen, dass die Ladung drauf bleibt. Noch ganz im Guten. Schon wieder, ey. Die Stützen an der Schiene hängen geblieben, ne? Ich glaube, der Hänger mit dem Arsch richtig hoch. Wenn der Hänger dann den LKW überholt, wird's lustig. Boah, wenn ich das sehe bei der nächsten Fracht, ne? 3 Stahlträger, 3 Ersatzteile, 3 Kraftstoff. Was geht da noch? Gut, da ist die Tankstation. Ja gut, das kriegen wir sogar noch hin. Liefern zum Lagerhaus, das ist auch da hinten. Einmal Stahlträger, muss einer einen großen Hänger nehmen? Nee. Beim 8er Hänger wär's ja 4 Stahlträger. Das heißt, es reicht, wenn 2 Leute dann Stahlträger holen, den Rest ist dann, ne? Wer parkt denn da wieder so intelligent im Weg? Könnte sich zuckeln, nein. Das passt doch schon. Ups. Das war so nicht geplant. Ich wollte entladen. So, müsste reichen. Muss alles gebaut werden. Löscher war das. Hat Sascha hat gebaut oder was? Nee, Sascha hat sein LKW so intelligent hingestellt. Gut. Ich mach das mal eben zuckel, ne? Ich setz mich jetzt mal kurz in dein Kran. Ist auch der Pacific? Tatsächlich. Holzplanken? Wieso? Wir haben jetzt genug Holzplanken hier. Jetzt haben wir aber ein anderes Problem. Warte. Zucke. Das ist ja das Problem in Russland, dass sie nur ihre eigenen wollen. Geh doch an! Mann! Jetzt. Was habt ihr jetzt gemacht? Ich hab mal gerade geguckt, ob wir die Schienen bauen können. Ja, jetzt fehlen 2 Stahlträger auf einmal. Wo kriegt man die? Von der ersten Karte. War schon. Ich stell mal den Kran anders hier hin, dann ist die Einfahrt auch einfacher. Aber auch der Pferd. So. Ich dachte, dann passte das nicht mit den Mengen, die wir hatten, ne? Ja, irgendwie nicht. Normalerweise, ne, wir haben jetzt Holzplanken 11 Stück hier. Die Holzplanken haben wir mehr als genug. Ich frage mich, warum auch immer so viel?
Weißt du, wie viel Stahl braucht man pro Schiene? Zwei. Und vier Holzplanken. Ja. Ich habe das durchgerechnet mit alles, was ne ist. Von der Holzplanken hätte das gereicht, aber wir haben jetzt mehr Holzplanken als Stahlträger. Ja, aber eigentlich reicht das ja auch. 2x6 sind sechs Schienen müssen wir bauen, ne? Ja, richtig, weil Stahlträger sind das 12 Stahlträger, ne? 12 Stahl, genau. Genau, bei Holzplanken 4 Stück pro Schiene und das mal 6. Ja, aber es sind ja 4, 8, 12. Ja, das hätte auch alles gereicht. Und wir haben jetzt mehr Holzplanken als Stahlträger. Stahlträger haben wir jetzt nur hier drin. Komisch, wo sind die beiden denn dann geblieben? Ja, richtig, ich habe auch alles gebracht. So, ich stehe bereit zum Beladen. Ja, wir können nichts beladen, wenn wir nichts haben. Guck noch mal gerade, wo die denn hin müssen. Ach, da. Einfacher wäre es das, Sascha, wenn wir beide mit einem Kleinwagen drüben von drüber fahren würden, ne? Ich habe mir gesagt, sollen wir einfach beide den Tiger nehmen, jeweils eine Ladefläche und gut ist? Ja, würde ich sagen. Oder Manni, willst du mit drüben mit einem kleinen Fahrzeug noch mitfahren? Okay, er macht mit. Ja, Motor abstellen. Wie gesagt, der Tiger ist ja schnell. Wenn er, vor allen Dingen, wenn du nur ein pro Ladefläche hast, dann geht das ja ratzifatz. Obwohl, warte mal. Mal gucken. Wir brauchen hier jetzt noch zwei Stahlträger. Ja. Bei Zugabfahrt brauchen wir noch drei Stahlträger. Gut, das wäre für den nächsten Quest. Ich weiß ja nicht, ob wir heute noch weitermachen. Es ist ja schon 11:30. Machen wir auf jeden Fall die Quest auf jeden Fall und dann schauen wir weiter. Wenn Sascha auf mich wartet, fahre ich, dann hole ich die schon mal mit. Ja, wie gesagt, die sind ja schon drüben auf der Karte. Achso, die sind schon drüben, oder? Ja, klar. Die haben ja die Fahrzeuge jetzt hier stehen lassen und sind drüber. Ja. Genau. Na, dann warte ich hier. Wie gesagt, es müssen ja dann, also wir müssen am nächsten Mal bringen wir am besten gleich 4 Stahlträger oder einmal generell Stahlträger rüber. Ich habe ja mehr gebaut, als ihr braucht. Ich hol schon mal einen Tank. Ich guck mir ja die Quest nebenbei ja schon an, deswegen. Die und nächsten Quest, die hier noch gefallen hat, Titan, ne? Muss diesen Dings da, diesen Pritschenaufbau haben. Ja, was für eine Karte brauche ich? Die linke. Ach du Scheiße. Da werden wir noch Spaß kriegen. Gefallener Titan. Lieferung zum Waggon. Das heißt, wir müssen von unten links von der zweiten Karte bis zu den Zug-Dings und da müssen wir Mammutbäume transportieren. Auch nicht schlecht. Das ist mal was anderes. Aber Holzplanken, lange Stämme, mittelgroße Stämme. Ich betanke den Kran und meinen LKW schon mal wieder. Ja, genau. Ja, wird auf jeden Fall noch lustig. So. Black Badger Lake, ne? Ja, das ist halt die erste Karte, genau. So, ich gehe mal in die Werkstatt, guck mir noch mal im Shop, was ich kaufen kann. Ob da was ist, was sich lohnt. Oh, die haben einen ne, durch den DLC Jeep Wrangler reingebracht, ne? Das hat hier Leistungsgewicht S+, Spritverbrauch S, aber Haltbarkeit nur B-. Kann man natürlich noch aufrüsten, denke ich mal. Aber das ist doch schon mal geil. Kaufen kann ich mir den natürlich jetzt nicht. Ich glaube, leer kommt der auf den Boden durch.